Bumerang! Pfeile! Bis zum Verblute! Ja! Ja! Geil! Warum ist sie gestorben? Das macht gar keinen Sinn! Hä? Was für ein Betrug, Nintendo? Sie wurde von meiner Kugel eindeutig getroffen! Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zum nächsten Part Let's Play Super Smash Bros. Ultimate World of Light. Ja, es ist eine Weile her, seitdem das letzte Mal das Video kam. Und zwar momentan wegen den Hauptspielen Pokémon und Luigi's Mansion, die etwas besser geguckt werden. Ist das ein bisschen nach hinten verfallen, aber es ist nicht weg, auf keinen Fall. Genauso wie Mario Odyssey kann das Spiel mal wieder kommen. Also an all die Smash-Fans da draußen, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Ich habe es eine Weile nicht mehr gespielt, das heißt, ich muss wieder reinkommen. Es ist für euch eine Premiere, mein lappiges Talent jetzt erstmal zu sehen für eine Weile. Im letzten Part haben wir aber den Boss meines Erachtens nach, ich habe mich gar nicht informiert, gar nicht vorbereitet in den Part reingehen, das kennt man von mir wieder. Ja, aber wir sind ja aus der Sub-Area rausgekommen, also gehe ich davon aus, dass wir den Boss besiegt hatten, und zwar diesen Drachen Rathalos, von den Namen her, den kenne ich noch. Und dadurch haben wir Kiras Schild zerstört, nun ist der Weg nach oben frei. Und wie man sehen kann, sowohl links als auch rechts gibt es Geisterausrufezeichen, was wiederum bedeutet, dass wir jeweils die Geister haben. Unser jetziges Ziel ist es, den Rest der Karte aufzudecken, jeden Charakter dieser Karte mitzunehmen und dann zu Kira zu laufen. Heißt, wir werden Kira nicht von einer Seite attackieren, wir werden sie von beiden Seiten attackieren müssen. Nur so können wir sicher gehen, dass sie auch absolut keine Chance gegen uns hat. So, über diese Röhre kommen wir direkt auf die andere Seite der Karte. Da können wir sofort durchziehen bis nach oben und dann Kira nach oben verprügeln. Wir gehen aber also diesen Weg, weil wir hier noch mehr zu tun haben. Und das heißt, wir gehen den Weg wieder zurück und werden gucken, ab welchem Punkt wir stehen geblieben sind. Und haben wir hier... Ach, schau mal, wir haben hier sogar mal Leute reingesendet. Dann sammeln wir das mal ab. Was haben wir denn jetzt bekommen dafür? Was gibt's dafür überhaupt? Willkommen zurück. Na, schöne Schätze gefunden? Ja. Hoffe ich doch. Was? Ach ja, ach so, was bekommt. Oh, Alter, man bekommt. Die steigen enorm im Level auf. Die sind ja extrem wertvoll, die Dinger. Diese Turniere. Es dauert zwar mehrere Stunden, aber wir haben 3 Maxi-Snacks bekommen und zahllose andere Snacks. Na klar. Wenn wir da unsere Geister so stärken können, dann hätte ich das viel früher schon checken sollen. Jetzt lohnt sich nicht, weil ich eh vergessen werde, das zu öffnen. Aber Leute, macht das, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich persönlich vergesse es immer wieder. Aber das ist übel extrem wichtig zum Geisterleveln. So, auf der Insel müssten wir alle Geister gesammelt haben. Man kann halt, wie gesagt, Leute Geister entsenden, aber... halt lieber bei mir jetzt, weil ich nicht nochmal zurückkommen werde wahrscheinlich. Also Lapras ist das letzte Mal, dass ich reite. Aber es ist immer wieder schön. Wir sehen uns zum nächsten Pokémon-Spiel, wo ich wieder Surfer einsetzen werde mit dir. Nun müssen wir uns den Weg nach oben arbeiten. Durchs Labyrinth durch. Ich glaube, hier war der Ausgang mehr oder weniger. Vielleicht kommen wir hier auch sofort durch über diesen Weg. Wir müssen einfach nur irgendwie auf eine andere Seite kommen. Das ist der Punkt. So, das ist natürlich falsch. Das ist eben genau der andere Weg, der getriggert wird. So, man kann auch ganz außen lang laufen. Ah, dann machen wir das lieber jetzt schon. Ist wahrscheinlich besser so. Hier haben wir nämlich auch die ganzen Geister besiegt. Und ich kann mich erinnern, hier war, glaube ich, Rosalina. Mit der Insigne dabei. Das war auch ziemlich heftig. So, wenigstens laufen wir mal sehr schnell. Und da ist die... Da war das DK Area? Die DK Area haben wir auch alles gemacht, Freunde. Und ach, man kommt doch nicht so einfach weiter. Na toll. Gucken wir mal, ob wir weiterkommen. Ah, das sieht gut aus. Sehr schön. Sehr schön. Okay, wenigstens können wir durchrushen. Und hier haben wir schon die erste Sub-Area, die wir jetzt abchecken werden. Und hier waren wir noch gar nicht lang gelaufen? Hä? Wo sind wir denn das letzte Mal lang gegangen? Aber das Sub-Area nach oben lang. Da sind wir noch gar nicht gegangen. Okay, dann, na gut, dann passt das. Dann kämpfen wir jetzt gegen Kleinstein mit Captain Falcon. Captain Falcon. Und wir gehen den ersten Kampf seit etlichen Wochen. Gegen einen entspannten Einergeist. Ich glaube, so kann man gut anfangen. Ich muss jetzt wieder klarkommen. Springer auf Y, glaube ich, gern. Genau. Okay, erstmal wieder. Erstmal shielden. Also, Leute. Na, schade, hat nicht funktioniert. Aber die setzen nur den. Ja, ja, weil die Kleinstein sind. Okay, verstehe schon, worauf die hinaus wollen. Die setzen nur Steinangriffe ein. Oh Gott! Okay, gerettet. Sehr schön. Und. Nein, hat nicht funktioniert. Aber ich konnte dem einen Kistentypen ausweichen. Nun. Die haben auch alles rote, die sehen voll bedrohlich aus, die Kirbys, wenn man, wenn die so grau sind mit den roten Augen. Oh, schade, das wäre echt extrem cool geworden. Aber wir smashen die anderen anderweitig raus. Okay, den ersten, nee, wir können ihn noch nicht rausnehmen. Problem ist, wir haben schon extrem viel Schaden bekommen, weil wir ein recht schwaches, Team drin haben. Scheiße, der hat einer eine doofe Waffe. Wir haben sogar vor allem ein Schild. Oh Gott. Ja, wir haben ein Kirby getroffen. Okay, wir haben die Ulti nochmal. Wir kriegen das bestimmt hin, aber es ist schon mal gut, wenn wir jetzt, sag ich mal, hier... unsere Ulti einsetzen können. Zack. Und der nächste. Sehr gut. Der wäre so oder so schon gestorben. Hat man darin gesehen. Und der... Ach nee, der andere hat damit rausges... Nee, doch. Hä? Nee, doch nicht. Sehr gut.
Und beendest den Folgenpart. Nee, falsche Richtung. Nein, oh Gott. Nein! Willst du mich verarschen? Die Falken falsch in die falsche Richtung eingesetzt und deswegen hat es nicht funktioniert, Alter. Aber come on, Alter. Wie kann man denn bitte auf so einer kleinen Anhöhung bitte den Stein einsetzen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist eine Stampfattacke. Da musst du hochspringen dafür. Und der hat es auf dieser ganz kleinen Erhöhung gemacht. Also trotzdem ist es... Ich meine, ich muss wieder reinkommen, aber trotzdem ist es... Man darf das nicht unterschätzen. Manche Einergeister sind extrem schwierig, weil die Einergeister sind meistens immer so ein... Die spezialisieren sich immer auf etwas ganz Bestimmtes, auf einen gewissen Angriff und sowas. Und das ist halt... Die machen halt... Das macht halt mit meinem Geisterteam, wo wir schwächer sind als die Kirbys objektiv betrachtet, ist es halt so, dass wir halt, naja, richtig viel Schaden bekommen, aber jetzt läuft es viel besser. Super. Komm her, Kirby. Nee, leider nicht. Okay, wir können aber noch einen Smash nach unten einsetzen. Da können wir in beide Richtungen treten. Ist interessant. Ja, die machen uns so 20 bis 40 Schaden oder so. Einfach nur, dass die das einsetzen. Ja, okay, sehr gut. Jawohl, ist das schön verprügelt. Verprügelt sie alle. Ja. Oh, damit haben wir einen raussmashen können. Und den anderen haben wir auch reingedrückt. Und die Ulti am Ende noch. Bam. Alter, das war viel souveräner. Also ich sag's euch, manchmal machen die sich einfach fertig und das andere hat dann dominiert ihr... Gnadenlos. Wir hätten noch die zweite Ulti gehabt. Also, komm her, Kleinstein. Wir waren aber schwächer, deswegen kriegen wir auch einen mittleren Stack dafür. Leider trotz dessen, dass wir die Punkte um 500 Punkte weniger waren, haben wir keinen Lernjuwel bekommen. Oder vielleicht eins, ich habe nicht drauf geachtet. Inzwischen sammle ich nur noch einen. Und da gibt es so Wallheart. Der kommt aus Fire Emblem und tut sich mit Ganondorf zusammen. Ganondorf und Captain Falcon wäre auch bestimmt interessant, aber wir spielen mal ganz klassisch Ding. Aber leider habe ich ihn, wie gesagt, total verlernt. Also, Leute, es kann sein, dass ich häufiger schneiden muss, aber naja, das werde ich, da muss ich durch, nicht nur. Ihr entspannt euch da. Vor allem gegen den 3-Sterne-Geist. Mal gucken. Wir haben schon mal gegen Ganondorf in der 4-Sterne-Version, glaube ich, gewonnen. Mit Link. Weil der nicht darauf zurecht kam, dass wir den Fire eingesetzt hatten. Oder direkt mal geparried, alles klar. Ah, das ist KP-Battle. Okay, der hat das in beide Richtungen eingesetzt. Leck mich am Arsch, Ganondorf. Okay, das ist ein anderes Niveau. Das ist ein anderes Niveau, der macht viel zu viel Schaden. Okay. Ja, guck mal, der weiß ganz genau, wenn ich charge, macht er das selber. Jetzt hat er das... Okay, das können wir vergessen, nicht mit Link. Ich kann ja nichts machen. Was soll ich tun? Ja. Also ich gebe Link nochmal einmal eine Chance, aber wir haben, glaube ich... Doch, wir haben ihm Schaden gemacht, sonst hätte der nicht... 2 gehabt, aber ein Hit oder so konnten wir landen gegen ihn oder ein paar Pfeile oder was das auch war. 3-Sterne-Geist, das kam mir jetzt nicht rüber, als wäre das ein 3-Sterne-Geist gewesen. Das ist nicht gut, dass wir so beginnen. Ja, komm, stell dich dumm an. Aber trotzdem, Alter, der macht viel zu viel Schaden, Alter. Vergiss es. Wir chargen dich, aber... Ja, komm mal, ergreif mich einfach, das ist dem scheißegal. Okay, das hat er einen Fehler gemacht. Oh Gott, nicht von dem Feierding abwischen lassen. Ja, sehr gut. Weg da, weg da, weg da. Ah! Geh weg von mir, Ganondorf! Ah! Nein! Nicht raussmashen. Nein, nein, der Pfeil. Nein, was macht er mit mir? Ich komm da nicht mehr weg. Bumerang. Pfeile. Bis zum Verblute. Ja! Ja, geil. Ey, manchmal, da dominiert er so heftig. Und das andere Mal, da lässt er sich von meinen Pfeilen verarschen. Wallheart, Alter, was ist los mit dir? Langsame Superrüstung. Superrüstung, was war das nochmal, dass wir keinen... Nee, doch. Dass wir nicht gesmashed oder dass wir nicht rumgeschubst werden konnten, gell? Tempo runter, aber mach dich katapultier sicherer und deine Angriffe schwerer zu unterbrechen. Ja, zur Superrüstung sind wir wie ein Tank, kann man sagen. Der lässt sich schwieriger durch die Gegend werfen und, wie es schon gesagt wurde, wir lassen uns viel weniger katapultieren. Dafür sind wir langsam. Es gibt noch perfekte Superrüstungen, die können wir aber, glaube ich, nicht bekommen in Smash Bros., weil die zu stark wäre. Dafür müssen wir halt die Langsamkeit in Kauf nehmen. So, durch die Brückenbauer können wir das hier bekommen. Die haben echt den großen Impact, die beiden. Und da gibt es 5000 Geisterpunkte für. Hier gibt es ja etliche Geister, die wir verwenden können. Gehen wir erstmal zum Zug. Denn wir müssen nicht unbedingt diesen Animal Crossing Typ haben. Wir können auch mit Link da fahren, das ist super. Ah ne, doch nicht, der Animal Crossing Typ da war beim Bus und beim Boot, genau. Da haben wir da aber schon beide gemacht. Ich sehe gerade keine Geister mehr mit sich, ja. Haben wir es anscheinend schon getan.
Hier benötigen wir, by the way, diesen Link. Deswegen kommt hier jetzt wahrscheinlich noch der Phantom, der ja aus der letzten Zelda-Reihe ist. Dann würde ich sagen, spielen wir nochmal ganz kurz mit Link, um nochmal warm zu werden. Aber wie ist die Bombe? Ich mag die Bombe von Link nicht. Ich denke mal, da kann man richtig... Ich meine, Smash Bros. Ist ja eine andere Liga, wenn man das richtig schwitzt. Bei mir ist es ja einfach nur... Ja, du versuchst in etwa was zu machen, was richtig ist, aber eigentlich ist es größtenteils nur ein Probieren. So, man kann sie sehen. Sie spielt auch nicht besonders gut. Sie lädt halt ihre Rüstung ständig auf. Ja, stimmt, Zelda kämpft doch mit der Rüstung, gell? Okay, sehr gut. Aber momentan kommen wir noch recht gut klar. So, da oben ist er. Jetzt ist er hinter mir. Okay, wir können die Rüstung aber auch treffen, dann kann sie es vergessen. Okay, der erste Schaden gegen uns. Und da kommt der Bloom Smash. Der war recht einfach, man kann sie sehen, auch wenn sie unsichtbar ist. Also, dann sind die Umrisse. Und man kann Phantom entwickeln. Aha. Und der ist ja generell schon ein zweiständiger Geist. Der wird auf jeden Fall noch nicht schlecht. Ja. Das läuft auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, da nochmal, um auf den Punkt zu kommen, die setzen dann ganz entspannt einfach die Bombe ein und die treffen immer, oder setzen das ein, damit Link sich selber trifft, um nochmal einen weiteren Abi einsetzen zu können. Ich habe das alles schon mal gesehen. So, hier waren wir schon mal. Hier müssen wir nicht nochmal hin. Und den Schalter umlegen brauchen wir auch nicht, weil dann geht es, wo führt uns das überhaupt hin? Zu einem gewissen Abteil beim Labyrinth? Wir können ihn gar nicht mehr umlegen. Ja, ist gar nicht mehr möglich. Okay. Ja, dann ist es anscheinend einfach nur grundsätzlich so gewesen, dass wir das machen mussten. Gehen wir weiter auf Zugfahrt. Und zwar kämpfen wir jetzt gegen Mauser. Auch ein recht machbarer Gegner. Die Musik kommt mir bekannt vor. Müssen wir mal ganz kurz in die Reihe gucken, aus welcher Reihe der kommt. Kommen wir mal zur Piranha-Pflanze. Mauser. Ich würde jetzt irgendwie Mario sagen, in irgendeinem Mario-Universum. Ja, so Mario-Reihe, genau. Genau. Die Musik kommt mir bekannt vor, aber nicht durch den Mauser. Also das ist... Keine Ahnung. Komm, aber ich kenne sie. Achso, die Hauptsache, oder? So, fliegen wir aber direkt weg. Das wollte ich gleich einsetzen. Wie ging das nochmal? Wie können wir mal die Kugel einsetzen? Ach ja, ganz normal Wege. Perfekt, da ist er direkt reingesprungen. Ja, sehr gut. Ah, ah, ah. Oh Gott. Oh Gott, wir müssen echt aufpassen. Die Bomben sind richtig heftig. Die machen richtig viel Schaden. Alter, das wollte ich gar nicht machen. Mach schon weg, Kumpel. Okay, jetzt frisst die Bombe für dein Finale. Ach, schade, das ist ja so cool geworden. Hätten wir ihn getroffen, wär's das so gewesen. Okay, der Kampf ist gar nicht mehr so einfach. Ja. Ja, der spielt an sich nicht schlecht, das Pikachu. Das ist das Problem. Aber ja. Oh, dann krieg ich auch keine Scheiße mehr. Krieg ich auch nichts mehr geschissen, Alter. Aber hier gibt's viel zu viele Bonbons. Die kommen alle zu mir gelaufen, Alter. Ja, komm, geh mal in Gift rein. Oh! Diesmal ist das Pikachu auch passiert. Der wurde auch durch irgendeinen random Bomb gekillt. Geil. Wir wurden ja auch getroffen, ein, zwei Mal. Lückenfüller, das ist auch irgendein Item, was man bei der Tafel benötigt. Das kann man anscheinend einen Geist sofort beschwören oder so. So, die allererste Piranha-Pflanze wurde bla bla bla. Boah, also das Pikachu hat recht stark gespielt, aber an sich war die Stage-Bedingung sehr interessant. Und hier gibt es einen kurzen Zwischenstopp. Und wir müssen gegen Cammy kämpfen. Okay, aus welcher Reihe kommt die? Street Fighter. So, die Musik ist ziemlich cool. Drei Sterne Geist. Ist das mit der Pflanze machbar? Ich weiß ja nicht. Stärkere Beinangriffe für den Gegner. Ausdauer Smash reduziere die KP des Gegners. Okay, da könnte das sehr hilfreich sein. Ist er unverwundbar gerade? Nee, doch nicht. Oh Gott, wir müssen aufpassen. Ja, das war perfekt. Ich wollte eigentlich wieder die Kugel einsetzen, aber egal. Sehr gut. Oh, da kommen die Kombis, Alter. Hey, ihr könnt mich von Weitem angreifen. Okay, Chica hat geile Angriffe drauf. Okay, wieder aus der Luft gefangen. Okay, wir machen einfach das so. Da kommen die nicht drauf klar, die Alter. Die lädt aber ihre Angriffe irgendwie auf. Boah, Alter. Die schießt irgendwas auf mich. Okay, geparried. Schwierig. Was haben wir noch für Angriffe? Diese Angriffe, du kannst die ja gar nicht kontern, du kannst sie gar nicht aushalten. Guck mal, diese scheiß Kombi-Angriffe, die gehen mir nicht auf den Sack geschickt. Ja, sehr gut. Scheiße. Scheiße. Hilfe, Hilfe, geh weg von mir. Schick, ich bin überfordert. Ja, das hätte man ausnutzen können, weil die von oben runter kommt immer. Die kommt dann immer von oben runter, glaube ich. Aber bis jetzt ist es recht fair. Und das sieht eigentlich, der Kampf sieht eigentlich recht professionell, aber recht witzig aus. Aber die kombot nicht richtig.
Da hat die gerade mein Gift abgewehrt. Macht mir viel mehr Schaden. Die macht mir viel mehr Schaden. Aber wir können ulten. Wir dürfen zuerst ulten. Aber das bringt uns gar nichts. Ja, nächste Ulti. Komm rein mit dir. Ja, nochmal getroffen. Wie die das aber macht, die macht das richtig klug, Alter. Ja, das ist richtig viel Schaden für sie. Warum hat die so eine heftige Aura, Alter? Nein, das ist nicht gut. Weg hier. Also die macht mich auch so schon fertig. Ich brauche ihre Ulti gar nicht, Alter. Ach du Scheiße, Alter. Okay, starker Geist. Starker Geist, starker Geist, starker Geist. Da werde ich schneiden müssen wahrscheinlich. Ihr habt den Kampf gesehen. Ich werde jetzt mal schneiden, damit, naja. Und ihr werdet dann sehen, wie es ausgeht. Ihr habt den ganzen Kampf eigentlich gesehen, von A bis Z. Sieht aber auch viel mehr KP als ich, Alter. Ich habe meine Ulti zuerst eingesetzt. Ach komm schon, Alter. Ich habe B gespammt wie verrückt, Alter. Aber ich glaube... Naja, na, ich will es in der Pflanze schaffen. Aber ja, wie gesagt, das ist eine harte Nummer. Das ist eine harte Nummer. Aber naja, wir werden... Nochmal eine Revanche drücken. Bis gleich. Warum ist sie gestorben? Das macht gar keinen Sinn. Hä? Was für ein Betrug, Nintendo? Sie wurde von meiner Kugel eindeutig getroffen. Ey, Alter, ich dachte gerade... Willst du mich verarschen? Ich bin so konzentriert, Alter. Ihr habt es doch genauso gesehen, Alter. Ich habe sie mit der Kugel getroffen und sie hat mich mit irgendwas getroffen. Mit der Random, Alter. Aber natürlich zieht ihre Hitbox zuerst, weil das bei Nintendo der Boss ist. Und natürlich hat der stärkere CPU gewonnen, weil Nintendo. What the fuck ist das eine Scheiße, Alter. Das fuckt richtig ab. Das fuckt richtig, richtig ab, Alter. Ja. Seine Pflanze, dann tut's mir leid. Du hast gut gespielt, du hast gut gekämpft. Ich kann mich über dich nicht beklagen. Aber du wurdest betrogen. Und dadurch müssen jetzt die Elite-Einheiten hören. Ja, ich war zu naiv. Ich dachte, Nintendo hat ein Herz und ich kann das. Und ich hab's auch gekonnt in diesem Versuch. Aber da wurden wir größtenteils komplett verarscht. Und naja, dagegen kann man nichts machen. Man kann nichts gegen die Verarschung machen. Ja. Okay. Naja, wenn wir zu wenig Schaden gegen sie machen, sind mehr Leben als wir. Sie macht wahrscheinlich auch mehr Schaden als wir. Sie ist generell besser als wir. Wenn wir treten mit 4000 Punkten an gegen einen 9000er Geist. Ich glaube, es hat schon seine Gründe, warum wir nicht gegen ihn gewinnen. Da müssen wir schon echt ein guter Spieler sein. Und das sind wir nicht. Wir sind kein guter Spieler. Ich kann mich nicht als guter Spieler bezeichnen. Aber sie hat trotzdem einfach 40 Leben mehr als wir. Wenigstens machen wir jetzt richtig viel Schaden, aber das bringt alleine nichts. Wenn sie mit 40 KP in den Vorsprung geht, dann gleicht sie das damit doch wieder aus. Weil sie spielt ja jetzt schlechter, deswegen. Ja, sie kompensiert das ganz gut. Die sich auch ultra schnell aufgeladen als wenn, was ich auch total lächerlich finde, oder? Oder doch nicht? Oh, wieder, keine Chance. Okay, jetzt haben wir sie getroffen. Wie viel Schaden macht meine Ulti? Okay, die macht recht guten Damage. Vor allem, wie weit reicht ihre Ulti bitte aus, Alter? Vor allem setzt sie Krallen ein, das habe ich jetzt erst gesehen. Zum Teil zumindest. Ich hab's umrempeln können.
Scheiße, Alter. Aber nur dem starken Geist. Selbst dann war das knapp, gell? Cammy, was hast denn du bitte gepumpt, dass du so abgehst? Es kann nicht angehen, Alter. Aber ja. Das ist Smash Bros, Freunde. Vor allem, wenn man... gegen, wenn man es dann aber nicht mehr gespielt hat und dann vor allem gegen so einen Schwitzergeist spielen muss, Alter. Meine, Sheik ist ja nicht ohne Grund auch noch ein recht guter Charakter wahrscheinlich, zumindest wenn man ihn richtig ausführt. Und ich sag ja, die KI in dem Spiel, die ist enorm, also das ist schon wirklich Profiniveau. Also wenn man hier gegen einen Ständegeist kämpft, kann man echt sagen, kann man sich das echt vorstellen, als würdest du gegen einen Online-Spieler spielen, der jetzt, sag ich mal, auch ein Durchschnittsspieler ist. Jetzt nicht das Spiel zu ernst, aber das halt, naja, trotz dessen gerne Online-Spiel. Das kann man schon vergleichen, halt. Drei-Ständegeist ist halt... ich ein anderer Typ, der das Spiel genauso gerne spielt, aber halt nicht so gut in Online ist. So, Bomberman braucht man hier, um in der Karte uns auch ein paar Wege frei zu machen, aber das ist nur eine Verbindung zu dem Ort. Da gibt es hier ein Dojo. Ja, machen wir das lieber jetzt, sonst vergessen wir es noch. Aber ich habe eh nicht vor, jeden Geist zu befreien, aber... Captain Folgert hat übelste Wut gepimpt. Ich glaube, er muss jetzt erstmal ein paar schwächere Geister verprügeln, bevor der sich wieder beruhigen kann, gegen eine Frau so abgekackt zu haben zum Teil. Der ist richtig wütend. Alter, was sind wir schnell? Was haben wir wieder genommen? Jetzt haben wir das Zeug genommen, was die Alte hatte. Nein? Alter, warum sind wir so schnell? Soll das echt ein Vorteil sein? Powerblock. Wie hoch springen wir bitte? Was haben wir bitte genommen? Was ist das für ein Nebeleffekt, Bruder? Das ist eine totale Eskalation. Okay, der ist schon. Darauf kommen die CPUs nicht klar. Ich sag's euch, Leute. Laser! Ich sag's euch, Leute. Wenn ihr das Laser schaut, das ist die stärkste Waffe also das stärkste Item, was ihr kriegen könnt. Hier in World of Light. Die kommen auf diese Entfernung nicht klar. Das Schwert breitet sich ja irgendwie aus und ich weiß nicht, ob die KI das irgendwie nicht checkt oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob das einfach nur so sein soll. Aber ich find's ganz witzig. Aber, ja, vor allem weil es Sheik ist. Falcon hat richtigen Groll gegen sie. Und deswegen muss er unbedingt beweisen, dass er stark genug ist, zwei Sheiks zu besiegen. Gegen Cat und Anna. Die Musik kommt mir bekannt vor. Mini-Sheiks. Hätte noch mehr Bock drauf, die zu verprügeln. Und auch immer ein Umraum diesen Effekt. Was haben wir bitte für einen Geist gepimpt? Okay, der Panzer ist eigentlich nicht schlecht, aber die lassen mich ja nicht ran. Das ist ja totales Chaos hier. Alter, was habe ich bitte für einen Effekt? Dass ich so viel... Ach, keine Ahnung. Die schmeißen mich auch durch die Gegend wie sonst, oder? Das ist aber auch wieder so ein typischer Kampf, wo einfach alles total die Bach runtergeht. Sehr gut. Ja. Okay, Biene. Lass mich doch in Ruhe, ihr bekloppten Ziegen. Komm mal lieber beide her, Alter. Die werden nicht sterben dadurch, oder? Aber die sind klein, vielleicht schon. Nee, das reicht nicht. Hä? Komm, geh rein. Du willst das doch auch. Ein Button-Saving, du stirbst. Nein, du kriegst mich nicht. Du Arschloch. Warum? Ich habe doch alle Button gespammt. Wie kann man denn dieses Item abwehren? Ich habe immer gehört, dass man die Button spammen soll, wenn dieses Scheißteil kommt. Ich habe gerade die bekloppt auf meine Button gespammt. Was ist denn dieser Dreck, Alter? Ich sag, Nintendo macht einfach, die legen so einen Hebel um, so, oh, schaut mal, unsere overpowered CPUs sind gerade am Verlieren. Ha. Aktivieren wir mal, geben wir mal keine Button-Inputs rein. Ist ja nicht schon schwer genug, dieser Scheiß hier. Ich am Arsch, Dachi. Selbst in Smash Bros. Bist du der Scheißfaktor, der mich umbringt, Alter. Du verfolgst dich bis hierher. Assi. Kann nicht wahr sein, aber ich will gegen die gewinnen. Ich will und ich werde gegen die gewinnen. Die setzen nur diesen einen Angriff ein, der aber auch schon ziemlich stark ist. Ich treffe hier nicht mal, das ist total Chaos, ist das. Aber wir haben doch recht gut Schaden gemacht, als sie im schwarzen Loch waren. Ja, frisst den Falken Punch, dann ist alles cool. Was ist das?
Es ist einfach, es ist auch immer, diese Kämpfe sind immer ein bisschen auf Glück passiert, finde ich. Ja, bring dich von mir aus ruhig um. Alter, ETF. Ja, B-Mine. Bäm, beide, die sind beide tot jetzt, oder? Jawoll. Ja, im richtigen Moment das richtige Item bekommen. Oh, die Aktivitätsleiter und generell diese Leiter-Typen sind immer so heftig drauf, ey. Drei Lernjungen und ein Maxi-Snack. Ich glaube, wir waren wieder von der Stärke her unterlegen. Boah, meine Güte, ey. Es kann nicht angehen. Das ist so verrückt inzwischen. Aber ja, das ist Smash Bros, Freunde. Wenn ihr mich ragen sehen wollt, wenn ihr epische Momente sehen wollt, wenn ihr lappige Momente vorrangig sehen wollt und, naja, einfach nur Spaß haben wollt, dann kommt her. Das bekommt ihr hier alle mal. So, jetzt können wir mit Bomberman hier auch langkommen. Was ist das jetzt hier? Einfach nur der Weg zum Vulkan. Da waren wir doch schon mal, oder? Da waren wir beim Vulkan schon mal? Das ist auf jeden Fall ein Weg, den wir gehen können. Nee, Bowsers Schloss waren wir mal. Aber das ist doch da auch in der Nähe gewesen, oder? Oder war das irgendwo ganz woanders? Aber das war doch irgendwo, wo Lava war, oder? Wir waren ja da auch. Wir waren da ja schon mal. Sonst wäre das ja nicht aufgehört. Ich glaube, das ist ein Weg, den wir noch nicht. Dieser Weg sind wir noch nicht. Es gibt ja zwei Wege nach oben, gell? Ja. Keine Ahnung, wir werden auf jeden Fall im nächsten Part mal den Todesberg erklimmen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Gehen wir jetzt erstmal hier lang, weil das ist auf jeden Fall was, was wir noch oft gemacht haben. Und die Zufahrt ist nämlich sehr lang. Und ja, guck mal, jetzt können wir hier außen rumlatschen und den Schalter umlegen, um weiterzufahren. Interessant, interessant, interessant. Aber das machen wir gleich. Wir nehmen uns den nächsten Geisterchen vor. So, Captain Falcon hat genug für heute. Er hat sich mit Sheik gut, sag ich mal, vertragen. Mit gut meine ich extrem schlecht. Wir nehmen den Schwertkämpfer, den finde ich auch ganz cool. Aber ja, wie gesagt, es ist momentan einfach nur nochmal ganz kurz in die Attacken erinnern und dann hat sich die Sache erledigt. Ich müsste mehr Smash Bros. Spielen, um da reinzukommen. Aber das wird beim nächsten Smash Bros., wenn ich mir das hole für den Story-Modus wahrscheinlich, wird es da wahrscheinlich ein bisschen besser laufen. Mal gucken. Jetzt inzwischen haben wir ja noch andere Spiele und da war es ja noch nicht so aktiv, als ich war ich noch nicht so recht, noch nicht so stark aktiv. Ich versuche das noch mit den Videos alles hinzubekommen. Keine Sorge, Freunde. Wir kommen da noch rein. Okay. Ja, den Angriff finde ich mal ziemlich cool. Ja, genau, dieser Wirbelangriff. Aber da kommt natürlich auch schon gar nicht drauf klar, oder? Ja. Oh, hallo Bowser, was machst du denn hier? Müssen wir Yoshi töten? Ja, wie willst du erst runterkommen, hä? Yoshi, du? Aber wir haben von irgendwas getroffen noch. Keine Ahnung, von was. Das wird immer schwerer, glaube ich. Okay, ich spiele aber recht schlecht, die CPUs. Okay, wir haben noch einen Konter. Okay, totales Chaos, ich sehe gar nichts. Alter, alles rote Gegner. Okay, wir besiegen jetzt ein paar von den Verstärkungseinheiten. Oh ja, Turok ist nervig, aber das ist der letzte, der dazugekommen ist. Der hat noch gar keinen Schaden bekommen. Okay, der erste ist wieder tot. Ich lasse es bleiben. Okay. Treffen wir überhaupt was? Nein, treffen wir nicht. Der sammelt sich hinter mir. Weil ich gerade Lura getroffen hatte. Genau in dem Moment. Oh, jetzt. Yoshi ist auf jeden Fall im Visier. Und Bowser kriegt auch einen aufs Maul. Nein, nein, nein. Beweg dich, Kumpel. Beweg dich. Warum bewegt er sich nicht, wenn ich das sage? Ah! Ich hätte euch gegen gescheuert wie sonst was. Ja, da kommt Bowser und gibt mir den gegnerischen Stoß. Okay, schwieriger Kampf. Welcher Rang ist das? Rang 2 Geister oder so? Aber ich weiß nicht, ob Yoshi ausreicht. Ausgerechnet ihn können wir nicht besiegen, Alter. Das wird am Ende fast unmöglich zu gewinnen. Gegen die. Zumindest wenn man ein Lappen ist wie ich. Ich denke, man kann das so schnell hinbekommen, aber es ist eine schwierige Angelegenheit. Aber eigentlich würde ich die schon gerne noch haben wollen. So, wir müssen Yoshi zuerst besiegen. Um jeden Preis. So, Concentrate Modus ist on point, Leute. Deswegen verkacke ich es jetzt gerade wieder, ja. Aber was ich halt auch immer mache, ich setze Side B immer gerne ein. Aber aus irgendwelchen Gründen, wenn du die Side B einsetzt, kannst du keine AP mehr einsetzen. Das sind diese ganz verschiedenen, ganz, ganz vielen Faktoren, warum ich auch nie Smash Bros. Auch competitive spielen könnte, weil es gibt so viel zu merken, so viele Kombis und so viel, was du dir einprägen musst. Einfach zum Beispiel kannst du keine Side B einsetzen, weil danach, wenn du dann runterfällst, also wenn du die Side B eingesetzt hast, dann stirbst du. Wenn du im Abgrund bist, weil du kannst ja keine Daumen mehr einsetzen, wenn du das gehauen hast. Das verstehe ich nicht.
Kannst du nochmal springen, glaube ich, genau. Aber du kannst keine Dingensbeam mehr einsetzen. Kein Abi. Die der Rettungsbuff in den meisten Fällen. Du weißt, bei mir ja super optimal ist. Okay, ja, sehr gut. Warum war Yoshi war gerade einfach invincible? Oh, jetzt haben wir Yoshi besiegt und das war es nicht. Er lebt noch. Ah ja. Aber Yoshi ist schon fast tot. Yoshi ist schon fast tot. Jawohl! Man muss wirklich nur Yoshi besiegen. Bowser hat es irgendwie erwischt und obwohl Yoshi viel mehr Prozente hatte als er. Heftig. Das war ein Einsterne-Geist. WTF, das ist gar nicht mal einfach. Sobald da die vier Leute sind, dann ist das richtig, richtig schwer, weil die spielen ja nicht schlecht. Die sind ja sogar meinen Ultis ausgewichen. Oder der einen zumindest, also. Also manche sind echt schwierig. Das ist doch Ansichtssache. Aber ja, wenigstens habe ich jetzt wieder seit Ewigkeit wieder Smash Bros. Gespielt. Die nächsten Parts werden vielleicht etwas besser vom Skill her. Mal gucken, wie es laufen wird, auf jeden Fall. Das war's mit Smash Bros. Für diesen Part. Im nächsten Part werden wir uns hier die Zukunft weiter angucken, werden den Todesberg oder den Vulkan hochgehen, den Charakter da oben einsammeln im besten Fall und uns dann den ersten Weg nach Kira durchbahnen. Und dann geht's schon zur anderen Seite, denn dadurch, dass wir die ganze Karte ja von unten nach oben schon erkundet haben, brauchen wir bei dem zweiten Weg, also so der Westseite, brauchen wir überhaupt nicht mehr viel zu machen, weil wir haben den Weg ja bis nach oben schon durchgebahnt. Da gibt's nur noch einen Charakter, den ich noch mitnehmen möchte. Genau, und dann läuft das richtig schnell. Also Leute, bleibt gespannt für den nächsten Smash-Part, wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt. Dann lasst ein Abo auf dem Kanal da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und ich würde mich über ein Like freuen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, die Blamage hier. Mindestens hat man dann zusammen was zu lachen und ja, hoffe ich hat es gefallen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag oder einen schönen kommenden Tag. Bis zum nächsten Part. Ciao, meine Freunde.